herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers. Auch wenn es jetzt vielleicht mein Outfit vermuten lässt, wir sind noch nicht im Urlaubsmodus, noch längst nicht. Trainer hat Platz genommen, kommt wirklich auf dem direkten Weg heute tatsächlich vom Training und wird uns jetzt auf den neuesten Stand bringen. Bitte schön, Trainer. Hallo alle zusammen, schön euch zu sehen. Ich fange mit der personellen Situation an. Für das Spiel am Samstag werden Sven Michel und Olli Gabaczewski ausfallen. Das macht unsere derzeit nicht so schöne Situation ganz bestimmt nicht einfacher. Anton Makarenko ist seit Montag wieder gesund geschrieben, hat auch trainiert. Wird also auch wieder zum Aufgebot stoßen. Alles andere ist im Endeffekt unverändert. Zum Stuttgarter Kickers gibt es zu sagen, dass sie ja noch voll im Aufstiegsrennen drin sind. Haben aus meiner Sicht die fußballerisch beste Mannschaft in der Liga. Und kommen sehr viel über sehr gezieltes, strukturiertes Kurzpassspiel, wo du Zugriff kriegen musst, wo du in die Zweikämpfe kommen musst. Ansonsten kriegst du gegen die Jungs große Probleme. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Situation, ich habe es ja eben schon mal angerissen, im Moment nicht so einfach ist. Wir haben fünfmal nicht gewonnen. Das ist jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, muss man ganz ehrlich sagen. Ist aber so und hat Gründe, ganz bestimmt sogar Gründe, dass wir im Moment nicht so funktionieren, wie das schon der Fall war. Aber mir ist es eigentlich, erstens sind die Gründe zu vielschichtig und man müsste sie zu genau beleuchten und das wird, glaube ich, in den Rahmen sprengen. Außerdem bin ich auch der Letzte, der nach irgendwelchen Alibis sucht oder jetzt irgendwelche Dinge irgendjemand in die Schuhe schieben will, sondern letztlich ist es so, dass ich für die Mannschaft verantwortlich bin und diese Verantwortung trage ich, die trage ich sehr gerne übrigens. Und das mache ich, indem ich mich nicht in den achten überdachten Schützengraben lege, sondern vorne an der Front noch mehr arbeiten wie sonst. Ist zwar jetzt zumindest von der Stundenzahl, glaube ich, nicht ganz so einfach, machen wir aber. Und wir versuchen einfach Lösungen zu finden, jetzt auch in der schwierigen personellen Situation eine Mannschaft auf den Platz zu kriegen, die in den letzten Spielen nochmal funktioniert. Mal ganz weg von Ergebnissen. Will ich eine Mannschaft haben, die jetzt nicht in den nächsten fünf Wochen hier schon irgendeinen Sommerfußball anbietet und damit alles gefährden würde, was wir uns in mühevollen neun Monaten aufgebaut haben, sondern ich will eine Mannschaft haben, die um jeden Zentimeter Boden fightet. Das sind für mich Charakterspiele. Auch Charakterspiele, die man dazu nutzen kann, zu sehen, wer steht hundertprozentig hinter dem Projekt. Wobei ich glaube, dass das in der Gruppe da drüben der Fall ist. Aber ich will, dass wir die Zuschauer mitnehmen, dass wir die Zuschauer brauchen jetzt in dieser schwierigen Phase, steht außer Frage. Wir dürfen aber nicht davon ausgehen, dass das von alleine passiert, sondern wir müssen in Vorleistung gehen durch das, was wir auf dem Platz anbieten. Und nochmal, für diese Darbietung der letzten Wochen gibt es einen Hauptverantwortlichen, das ist der Trainer. Und der versteckt sich nicht, sondern hält sein Gesicht in den Wind und wird alles dafür tun, dass wir wieder in die Spur kommen. Weil ich mindestens mal genauso heiß auf Energie Cottbus bin wie am allerersten Tag meiner Zeit hier bei Energie und ich immer noch sehr, sehr große Möglichkeiten sehe, dass Energie Cottbus mittelfristig auch Ziele erreicht, die man sich wünscht. Und das muss man jetzt schon vorbereiten, parallel vorbereiten, aber auch schon den absoluten Anspruch und die Zielsetzung haben, diese Saison nicht auslaufen zu lassen. Es ist eben nicht egal, ob du, ich sag jetzt mal, Siebter oder Zwölfter bist oder Sechster oder Zehnter, sondern in jedem Spiel zählt es. Sympathien nicht zu verscherzen, Sponsoren bei der Stange zu halten, Fantasie bei Leuten zu wecken, die Energie helfen wollen. Und in dieser Phase, auch wenn man vielleicht nicht mehr aufsteigen kann, kann man trotzdem noch eine ganze Menge verkehrt machen und eine ganze Menge verspielen. Und das sollten wir unabhängig von der personellen Situation nicht zulassen. Rennen und kämpfen und fighten kann jeder, ob er 17 ist, ob er 37 ist, wo er schon gespielt hat, völlig unabhängig. Und das will ich auf dem Platz sehen, unabhängig von Ergebnissen. Und wenn wir Und ich habe die Zuschauer hier mittlerweile sehr gut kennengelernt und die haben ein sehr feines Gespür, ein sehr, sehr feines Gespür, ob eine Mannschaft, unabhängig von ihren Möglichkeiten, die sie im Moment hat, ob sie alles gibt oder ob sie sich schlachten lässt. Und die Entscheidung, die müssen wir auf dem Platz treffen. Und dann bin ich mir sicher, dass die Leute auch hinter uns stehen. Dafür war die Saison bis jetzt trotz der letzten Wochen zu erfolgreich und zu gut. Und dafür sind wir zu nah mit den Leuten zusammengerückt. Aber wir können nicht erwarten, dass sie uns das schenken, sondern wir müssen uns das verdienen mit unserem Auftritt auf dem Platz. Danke. Soweit das Eingangsstatement.
Jetzt schließen sich Fragen an. Hoffentlich zumindest. Bitte. Die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben bezüglich Einsatzleidenschaft, nicht herschenken und nochmal Gas geben, das sind ja auch die Dinge, die Sie in den letzten Wochen schon gefordert haben. Und trotzdem stehen da eben 5 Spiele ohne Sieg. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass das Werkzeug, was Sie haben, die Spieler vielleicht im übertragenen Sinne ein bisschen stumpf ist, einfach vielleicht dann doch ein Stück weit die Qualität fehlt, um tatsächlich da 38 Spieltage lang vorne an Platz 1, 2 und 3 dran zu knappern? So wie im Moment personell aufgestellt sind, sind wir keine Spitzenmannschaft in der Liga. Das ist aber auch kein Geheimnis, das haben wir schon öfter dokumentiert. Wir sind an Weihnachten ganz mit vorne dabei gewesen. Da hatten wir alle Spieler zur Verfügung, zumindest über weite Strecken. Und uns tut der Ausfall von Manu sehr weh, uns tut der Ausfall von 2 gestandenen Stürmern sehr weh, von denen wir viel mehr erwartet hatten. Und alles auf den armen Team Kleindienst, der eigentlich jetzt eine Pause bräuchte, aber keine Pause kriegen kann, weil wir im Moment eben da nicht so gut aufgestellt sind. Der spielt ein riesen Jahr, der Junge, und dem darf man auch nicht zu viel aufbürden. Ne? Und uns fehlen im Moment schon Mittel. Also wenn ich uns vergleiche mit anderen Mannschaften, die vor uns stehen, sind wir im Moment so keine Spitzenmannschaft. Das hat gar nichts gegen die, ist gar nichts gegen meine Jungs, im Gegenteil, sondern hinter denen stehe ich zu 100%. Ich habe ein Riesenvertrauen zu denen, aber uns fehlen so ein bisschen die Waffen im Moment. Das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Das, was eben gesagt wurde, ich mache doch mal ein Beispiel, es ist keine Kritik fest, wenn ich an Marco Hölz denke, welche erste Halbzeit er gespielt hat, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war das noch ziemlich ordentlich, aber in den letzten Wochen hat er so eine Formdelle. Ist das erklärbar oder ist das einfach auch eine Kraftfrage? Oder er war ja relativ wenig verletzt, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, Marco hat viel gespielt. Auch das wäre ein Spieler, der jetzt vielleicht mal eine Pause gut tät. Es gibt eine Menge andere, Robin Čaka zum Beispiel. Aber das sind alles Jungs, gerade bei Marco muss ich sagen, der hat vielleicht nicht seine allerglücklichste Phase im Moment in seinem Fußballerleben, das stimmt. Aber der macht 3 Fehler. Und häschelt den 4. Ballverlust immer noch hinterher, mit allem, was er hat. Ja, der spielt 3 Fehlpässe, will aber den 4. Ball immer noch haben. Also das ist keiner, der sich versteckt, der trotzdem Verantwortung nimmt. Und so Spieler finde ich erstmal gut. Weil in so Phasen, wo es nicht so läuft, gibt es genug, die sich wegducken. Und die können wir nicht gebrauchen. Sie sagen, die neue Saison muss trotzdem auch schon ein bisschen vorbereitet werden, geplant werden. Ist das jetzt auch so ein bisschen verlockend, diese 5 Spiele zu nutzen, junge Spieler nochmal zu sehen, die Spieler, die man jetzt fürs nächste Jahr im Auge hat, nochmal auf anderen Positionen zu sehen, oder so eine Experimente wollen Sie lieber nicht? Ich glaube schon, dass wir die Zeit nutzen werden, auch diese Dinge zu probieren, ohne aber dabei das Ergebnis herzuschenken, weil das sind Dinge, die müssen parallel laufen. Fußball ist Ergebnissport und auch in dieser Phase, ich habe es eben schon mal angesprochen, wo man vielleicht denken könnte, ist doch jetzt egal, ob du 7. oder 12. wirst, kannst du dir ganz viel kaputt machen, wenn du das Wichtigste ist der Auftritt der Mannschaft, gar keine Frage. Aber das Ergebnis ist im Profifußball mal mindestens genauso entscheidend. Und wir müssen schon noch sehen, dass wir auch Ergebnisse liefern, um uns auf einer vernünftigen Basis nächstes Jahr im Sommer dann hier wieder treffen zu können. Und wenn wir jetzt zu viele Negativerlebnisse mitschleppen in die Pause, wäre das, glaube ich, auch nicht förderlich. Also wir müssen einen guten Mix finden. Aus Einsatz von guten Jugendspielern, das haben wir uns sowieso auf die Fahne geschrieben. Ich meine, nicht umsonst ist Tim Kleindienst Nationalspieler geworden und nicht umsonst ist Robert Berger Nationalspieler geworden und nicht umsonst hatten 17-Jähriger hier schon Profi-Einsätze. Ja? Also das haben wir die ganze Zeit schon verfolgt. Und natürlich geht es jetzt auch darum, zu gucken, bei den Spielern, wo wir eine gewisse Fantasie zumindest haben, wie stabil sind die schon, wie weit sind die schon. Dafür müssen wir sie auf den Platz bringen, den Mut müssen wir haben. Aber ohne dabei Harakiri zu gehen, das können wir uns nicht erlauben, weil Ergebnisse, ich habe es eben schon mal angerissen, gehören zum Profifußball zwingend dazu. Mit den Ergebnissen kommen ja dann auch gelegentlich Veränderungen in der Tabelle zustande. Wie ist es denn, oder ist das wirklich so geheimnisvoll, dass man nicht drüber spricht? Welcher Platz wäre denn genügend, bei vernünftigen Ergebnissen natürlich vorausgesetzt? Das kann ich nicht sagen. Also ob wir, also eine Platzvorgabe finde ich jetzt auch nicht sinnvoll. Ich will eine Mannschaft auf dem Platz haben, die unabhängig davon, was wir jetzt zur Verfügung haben an Spielermaterial, vernünftige Auftritte hinlegt. Zu was das dann führt, wird man sehen. Um nochmal aufs Personal vielleicht zurückzukommen, es gibt ja einige Verträge, die auslaufen.
Gut, für die gar nicht alle runterrattern jetzt. Ein paar sind zumindest dabei. Ist da im Moment jetzt was, wo man sagt, da wird was verlängert, außer sicherlich mit Perledei, wo man ja bemüht war oder immer noch ist, dass das er bleibt. Aber ich sage mal jetzt so andere aus der zweiten Reihe, jetzt Wolf, der verletzt ist. Ich glaube, Makarenko läuft auch aus. Gottschick und einige andere, die da auf der Uhr stehen. Ja, also die Gespräche laufen jetzt gerade mit den Spielern. Und bei Van Rol ist es relativ klar, dem haben wir ein Angebot gemacht. Da steht eine Entscheidung jetzt zum Wochenende wahrscheinlich an. Und mit den anderen Jungs sind wir im Gespräch, aber da gibt es noch nichts zu vermelden. Es war heute zu lesen, auch bei den Kollegen von der Rundschau, der Kader wird immer ein bisschen kleiner. Wären das dann auch Kandidaten, der im Vertrag ausläuft, dass man ihn auslaufen lässt, weil eben der Kader kleiner, feiner, wie auch immer werden soll? Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir nicht in der Lage sind, mit einem dicken Geldkoffer durch die Lande zu ziehen, sondern wir müssen sehr genau darauf achten, für was geben wir das Geld, was wir haben, aus. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, den Kader etwas zu verschlanken. Aber trotzdem heißt das nicht, dass kein auslaufender Vertrag verlängert wird, sondern das muss man von Fall zu Fall entscheiden und das hängt ein bisschen von der Perspektive ab, das hängt ein bisschen von den wirtschaftlichen Möglichkeiten ab, das hängt ein bisschen von den Beratern der Spieler ab, wie die damit umgehen. Also das ist ein relativ komplexes Thema. Plädieren Sie persönlich dafür, die Verträge mit Prospech und Pavela zu beenden? Ja. Plädiere ich für. Und wenn das so sein würde und Tim Kleindienst vermutlich den Verein auch verlässt, so wie es aussieht, ist Energie vorne im Sturm relativ blank. Ist sehr schwierig sicherlich für den Verein, dann mehrere schlagkräftige Stürmer zu finden. Es ist zumindest nicht einfach, das ist ja keine Frage, aber bei den beiden Personalien haben wir uns festgelegt. Das steht ja auch so schön zu lesen. Und inwieweit sich das realisieren lässt, weil die haben ja laufende Verträge, ne? Das ist nicht ganz so einfach alles, sondern wir müssen Lösungen finden mit den Spielern zusammen. Und bei Tim ist es so, es gibt zumindest noch keine offizielle Anfrage, nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich weiß aber, dass im Hintergrund viele Vereine auf Tim achten, Tim auch schon hier im Stadion ganz oft beobachtet haben. Der ein oder andere Verein wird wahrscheinlich die U20-WM in Neuseeland abwarten. Und die Chance, dass Tim hier noch spielt nächstes Jahr, die ist sehr klein. Wie konkret sind die Gespräche mit Daniel Frahn? Haben Sie mit ihm schon telefoniert? Ja, ich kenne Daniel, deswegen haben wir natürlich auch schon Kontakt gehabt. Er könnte sich das zumindest gut vorstellen, den Korpus Fußball zu spielen. Zu was das führt, werden wir dann sehen. Also er hat es nicht kategorisch ins Land der Fabel verwiesen. Das ist ja schon mal ganz gut. Die Personalie Kevin Müller ist ja immer noch eine Hängepartie. Die Modalitäten, also die Zahlen und Modalitäten sind ja auch bekannt, dass Stuttgart eine Ablöse haben möchte und Energie nicht unbedingt zahlen will, zumindest nicht in einer Höhe, die ihm nicht machbar ist. Wäre jetzt, nachdem was ich heute gelesen habe, Benjamin Kirsten als Torhüter wieder auf dem Markt ist und in Dresden aussortiert wurde, wäre das eine Option, wenn es mit Kevin Müller nicht klappt? Also in allererster Linie würde ich mal sagen, dass ich Kevin gern nächstes Jahr hier im Tor hätte. Das ist mal die Grundaussage von mir und wir werden versuchen, in Stuttgart eine Lösung zu finden. Ich meine, Stuttgart wird ihn uns nicht umsonst geben. Da haben ja auch Leute ein Gesicht zu wahren gegenüber Aufsichtsräten und Verwaltungsräten. Aber ich denke schon, dass wir es hinkriegen, wenn man vernünftig mit den Leuten spricht, das zumindest so zu drücken, dass es dann vielleicht doch für uns machbar ist. Das ist mal unser erstes Ziel. Sollte dieses Ziel nicht realistisch oder sich nicht realisieren lassen, müssen wir natürlich, und das machen wir jetzt parallel auch schon, eine Liste von Leuten erstellen, die, sollte Kevin nicht mehr bei uns spielen, für uns interessant sein können. Das ist ja klar. Das macht hauptverantwortlich unser Torwarttrainer zusammen mit Roland natürlich. Bin ich auch eingebunden, aber ob jetzt Benjamin Kirsten wirklich auf dieser Liste auch draufsteht, kann ich Ihnen so ad hoc gar nicht sagen jetzt. Schließlich gleich die Frage an, ob dann der junge Mann aus der 19, das Bartsch, dann unter gewissen Voraussetzungen natürlich dann hier der Dritte sein darf, kann und wird? Ich würde das befürworten, so wie ich ihn, also nochmal, ich bin kein Spezialist für Torwartspiel. Er gehört dann zum 11 gegen 11 dazu. Und natürlich habe ich eine Meinung. Ich glaube, so wie ich ihn kennengelernt habe, dass er das schaffen kann.
Können Sie bitte nochmal erklären, warum Energie keine Werte mehr auf Fritz Flug legt? Der war letztens wieder beim DFB-Lehrgang heute, also scheint irgendwie doch ein Ansehen zu haben in der Branche. Energie möchte ich nicht verhalten. Also so wie ich das mitbekommen habe, hätte Fritz im Sommer, also letztes Jahr im Sommer, zu Kaiserslautern wechseln können. Man hat sich dann verständigt darauf, dass er erst sein Abitur fertig machen soll und dann die Freigabe von uns bekommt. Also so wurde mir das erklärt. Und er war jetzt, glaube ich, wieder in Kaiserslautern zum Training, wenn ich das richtig auf der Uhr habe. Ansonsten muss ich einfach sagen, mal ganz weg von seinen Einsätzen bei der Nationalmannschaft oder seinen Berufungen, fanden wir leistungsmäßig Falsch einfach besser. Gut, alles geklärt. Es hat den Anschein. Achso, vielleicht, ja. Jetzt haben wir ja kaum über Stuttgart gesprochen. Um nochmal zum Anfang zurückzukommen, wie denken Sie denn, die Ausfälle von Michel und Gabuczewski da irgendwie auszugleichen? Ja, das wird eine schöne Denksportaufgabe. Aber mal ganz abgesehen, wer nachher spielt und in welcher Grundformation. Und auch abgesehen, dass der Gegner einer der besten Mannschaften in der Liga ist. Wir müssen auf uns gucken und wir müssen eine Leistung auf den Platz bringen, wo die Leute nachher unabhängig vom Ergebnis nach Hause gehen und sagen, ja, da können wir gut uns mit identifizieren mit dieser Leistung. Ja, das war gegen Fortuna Köln aus meiner Sicht nicht der Fall. Ja, das war in Chemnitz nur eine Halbzeit der Fall. Das waren ja unsere beiden letzten Heimspiele. Und da müssen wir wieder ansetzen. Und da bleibe ich jetzt bei oder wiederhole das, was ich eben schon mal gesagt habe. Wer dann nachher auf dem Platz steht, ist egal. Die auf dem Platz stehen, die können rennen, kämpfen, sich in alles reinschmeißen, sich aufopfern. Das kann ich von jedem verlangen. Das ist ja die Basis von jedem. Und von jedem Berufsfußballer sollte es zumindest sein. Und wir werden jetzt uns sehr genau überlegen müssen, in welcher Grundordnung wir diesem Gegner, der dann im Moment vielleicht sogar ein bisschen auf den ersten Blick zumindest übermächtig erscheint, dann am Samstag, wie können wir dem Paroli bieten? Und da haben wir zum Glück noch 2 Tage Zeit. Gut, auch ihr habt noch 2 Tage Zeit, dann sehen wir uns hoffentlich alle im Stadion am Samstag. Vielen